Und damit wieder ein recht herzliches Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 2. Ja, jetzt sind wir hier unten und hier ist dicht. Hat sie schön hinter sich abgeschlossen, damit wir ihr nicht folgen. Sie hat ja auch gesagt, ihre Tochter interessiert uns nicht oder geht uns nichts an. Aber wir kümmern uns wenigstens um die Tochter. Alter Schwede, dass wir das überlebt haben, ne? Mann, Mann, Mann. Und wo ist das Monster hin? Der gute Birkin. Dann gehen wir mal hier runter. Ich glaube nicht, dass Sherry hier runter ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wer weiß, wo die gute hin ist. Wer weiß, was überhaupt los ist, ey. So, Waffe. Sollte ich vielleicht auch ausrüsten? Sherry? Can you hear me? Ich glaube, Claire, du solltest hier nicht so rumschreien. Ah, die Kanalisation, ne? Oh, will ich das? Ich muss. Sonst geht's ja hier nicht weiter. Oh, das Projekt ist beendet, weil ich ab hier nicht mehr weitermachen will. Now I'm gonna smell like shit. Literally. Oh, ein Kraut. Ah, können wir gleich kombinieren. Super Kräutchen. Super, da brauchen wir das Drehdingens für. Und hier sind auch diese ekligen Glibbermonster, ne? Die sind ja ausgerüstet. Ist die Frage, wann kommt es? Oder es kommt gar nicht. Da haben wir wieder die coole Textur. Es sieht echt sehr merkwürdig aus. Hat so ein bisschen was von so Xbox oder PlayStation 2 Look. Aber wie gesagt, Grafik ist nicht alles. Geschichte und Unterhaltung ist natürlich noch viel wichtiger. Wenn man dann überlegt, ne, ist die alten Super Nintendo-Spiele und die ganz anderen Spiele, die sind ja auch halt noch cool. So retro. Ach, da ist die Bahn. Vielleicht kämpfen wir gar nicht mit Claire. Cable car. Yeah. Gegen diese komischen Viecher. Wer weiß, wer weiß. Na, wen habe ich denn da gestört? Kann ich da eigentlich hier durchschießen? Ja, mal gut, dass die Tür mich trennt von dem. Alter! Darf doch nicht wahr sein. Ich bin durch die Tür getrennt. Shit! What the hell is up with you? Da habe ich ihn in die Hand geschossen. Ah, shit. Nee, 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 wir wollen nicht runter. Mann. Komm doch an der Tür vorbei. Ne, das geht nicht. Und da jetzt durchrennen ist natürlich auch doof. Vielleicht machen wir einfach mal so. Bitteschön. So, war's das jetzt? Three of a kind? Ich glaube, der war nämlich auch nicht ganz tot hier. Oh, was haben wir hier? E-Mail am Umbrella Hauptquartier. Oder E-Mail an. Nee, an das Umbrella Hauptquartier. Ja, ist sowieso einiges nicht rund gelaufen. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Irgendeiner macht hier noch Geräusche. Jetzt habe ich aber keine Granate mehr, ne? Was habe ich denn noch alles? Ja, nur noch das Messer. Was auch gleich halbe Energie weniger hatte. Hier, der Weg ist ja auch schon da. Vielleicht sind ein paar Abschnitte weniger mit Claire. Was das hier angeht. Das würde ich auch gar nicht so verkehrt finden. Da muss ich nicht gegen diese komischen Viecher kämpfen. What is this? Sherry, I told you I cannot leave here until my work is done. That's what you always say. Sherry? Why didn't you stay in the house? It was safe there. Hey, Sherry! I was scared. Those things were everywhere and... You should have called the police. That's what we taught you. I did, but nobody came and you didn't answer your phone, so... Sherry... I don't have time for this. Oh no. Sherry! Sherry, I'm coming! Hold on, Sherry. I'll be right there. Ach, da ist sie zusammengebrochen. Und die Mutter ist auch super. Ich hab doch gesagt, du musst die Polizei rufen. Ich hab keine Zeit. Erstmal gucken wir uns hier drinnen um. Ah, guck mal, da ist Munition. Oh, so seltene Munition. ACP-Munition, hallo. Ja, Videorekorder. Kennen wir eigentlich auch schon. Ich packe aber die... Obwohl, die ACP-Munition ist nicht für die, ne? Doch. Ach, das Spiel auch noch. Oh nein. Naja, das Schachfigurenrätsel müssen wir auch machen. Na dann. Ja, müssen wir erstmal die Rampe runterlassen. Ja, komm. So, Safe. Öffnen. Mit der Kombination, die ja an der Seite steht. 2, 12, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, verdammt. 1, 2. Täschchen? Ne, irgendwas für eine Waffe. SRL 60. Ne. Das ist nicht die. Na gut. Okay, gut. Er steht nicht auf. Das weiß man immer bei dir nicht. So, dann bringe ich das schnell mal zurück. Kombiniere das mit dieser Waffe, die ich nicht benutzen kann, weil... Ja, keine Munition dafür. So. So, dann kombinieren wir das mal. Oh, sie ist auch nicht größer geworden. Ah, okay, verstehe. Jetzt kann sie die Hochleistungsmunition... Ah, okay. Gibt mir aber keinen Grund, sie weiter mitzunehmen. Sind halt 5 Schuss mit der Hochleistungsmunition. Brauche ich die? Ach komm, ich pack sie weg. Ich könnte zwar noch andere Munition machen, aber nö. Ich habe also Säuregranaten, Flammenwerfergranaten. Alles gut. Sehr gut ausgerüstet. Genau, hier brauchen wir das Drehding, brauchen wir.
ID wristband required for cable car entry. Cable car. Ja, das war der Hinweis für den Tresor. Das haben wir ja so schon gewusst. Gut, dann holen wir jetzt die Schachfiguren, retten Sherry und dann, ja, mal gucken, was noch kommt. Ich hoffe ja nicht diese komischen Viecher, ne? Diese blöden Schleimbastarde. Oh doch. Sie kommen. Hier unten habe ich sie auch mit Leon kennengelernt nachher. Nein, der asiatische Hausmeister. Ah, sehr schön. Die sind aber noch nicht tot. Machen wir uns mal einen Rückweg auf. Wenn das hier schon der Rückweg war. So, das war nicht der Rückweg. Ach, da will ich nicht rein. Noch nicht. Das sind die ganzen Glipschel-Viecher. Der steht auch schon wieder auf. Vielleicht ist Asiate doch hinüber. Hier können wir auch mal aufmachen. Der Tyrant ist ja Geschichte, das ist gut. Der geht mir nicht mehr auf den Sack. Nimm das. Stimmst du jetzt da dran? Das ist also noch nicht genug, ja? Wo das herkommt, ist noch richtig viel. Okay, das Vieh ist hinüber. Wie steht's mit der Munition? Und noch ein paar Brandgranaten. Ich kann auf jeden Fall mal neue davon machen, weil... Oh, Geräusche, ne? So. Hier war der Rückweg, den ich meinte. Nur durch die Ratten, ne? Ist das hier alles verseucht. Wie schnell das eigentlich gehen kann, ne? Das ist ein so ein kleiner Erreger, gleich pures Chaos. ACP-Munition, das ist ja hier die Waffe, die am wenigsten benutzt wird. Da ist eine Tasche. Ja, noch zwei Inventarplätze. Hidden Place. Na, war klar. Das ist sein Bruder. Wie schön, dass die wissen, dass ich geschossen habe, ne? Oh oh. Hallo?
Oh nein! Stirb doch jetzt endlich! So, Sicherheitsmann mit der Weste. Ich hoffe, das war's. Schnell durch. Na, welcher ist es? Son of a bitch. Okay, komme ich nicht rein. So. So schnell ist die Munition auch weg. Ey, Mann. Was soll ich da sagen? Mein Messer ist auch weg. Wo ist das? Da. Das hat auch nicht mehr so viel. Ah, auch ein Schlüssel. Nüscht. Ihr bleibt hoffentlich noch liegen, weil ich habe nicht mehr so viel Munition. Na komm. Wir nehmen das einfach mal mit. Gesehen haben wir das ja schon. Hier ist auch nichts. Schade. Sonst wird man eigentlich in den meisten Ecken ja belohnt. Ich nicht. Nö, oh, nö, oh, nö, oh, nö. Blödes Mistvieh, ey. Ja, na klar. So tief kann das nicht gewesen sein. Stirb jetzt! Vielleicht hat es sich gedacht, wenn es untergeht, ja, löscht es sich. Also doof ist das Vieh nicht gewesen. Das war echt ein kluger Schachzug. Da ist irgendwie Geschrei. War ich hier mit Leon überhaupt so? In den ganzen verzweigten Gängen? Ich bezweifle das ganz stark. Quietsch! Quietsch! Wo bin ich denn jetzt? Geheimgang, Geheimnis gefunden. Das Ding kann auch weg. Ja, erstmal untersucht. So. Der Schlüssel, den wir brauchen für die ganzen Räume. Und jetzt bin ich hier, wo ich nicht sein wollte. Aber ich kann hier zurückgehen. Ich bin also quasi einmal rumgelaufen. Sehr gut. Suche ich mir jetzt. Merkt euch das doch. Ihr habt keine Chance gegen mich. Solange ich da noch hohe Zahlen stehen habe unten in der Ecke des Bildschirms. Ansonsten eher weniger. Wollen wir uns das Video angucken? Ja, komm, ich hab's. Dafür ist das Video ja da, dass ich mir dieses blöde Video mal angucken kann. Na. Benutzen.
Da haben die Ratten. Gut, dass ich das gesehen. Ja, klar, das dachte ich mir eigentlich auch. Dann kann das Video auch weggeschmissen werden. Und wegwerfen. So, Hidden Place. Will ich das? Da müsste ich wieder in. Komme ich zurück in die Polizeistation nochmal? Ich glaube ja. Ja, doch. Aber auf dem anderen Weg. Ja, Schießpulver und Schießpulver. Ach komm, ich mache mir das jetzt einfach mal. So. Alles mal schön mitnehmen. Erstmal kombinieren. Großes Schießpulver. Mit hochwertigem Schießpulver. Gab ja Munition für die Uzi, ne? Ich glaube ja. Nee, doch nicht. So, dann haben wir das dahin. Das hierhin. Was war. Ach, hochwertig und hochwertig macht Hochdings, ne? Das macht. Pistolenmunition, das war schlecht. Na gut. Das war jetzt vielleicht nicht so cool. Egal. Jetzt habe ich hier wieder vier verschiedene Muni-Arten. Könnte theoretisch einfach mal. Ach komm, ich nehme die SL-60 mit so. Können wir mal wechseln. Wie krass die jetzt aussieht, so richtig silbern geworden und so. Sah die vorher nicht aus. Ja, okay, dann ist die jetzt mit dabei erstmal. Packe ich die jetzt mal dahin. Packen wir das Messer, ja doch, lasse ich mal da unten. Ja. Dann schieße ich erstmal ein Weilchen mit der hier. Obwohl, ich schieße erstmal eine Weile mit der hier. Das ist ja auch der Revolver. Revolverheldin, Claire. Zum Einsatz. Ja, den Revolver, da macht sie auch, ja. Single Action, ne? Das heißt, sie kann den Abzug erziehen. Fast wie Revolver Ocelot, ey. Oh, sag mal, willst du nicht endlich mal aufgeben? Na, jetzt aber. Geht doch. Das Vieh ist down, da muss ich nicht lang. Geräusche, ne? Ich weiß gar nicht. Ob ich jetzt. Ich glaube, ich gehe einen Umweg. Aber ich hoffe, die bleiben jetzt auch da tot, die Kollegen. Auf nach oben. Dann die Türen aufmachen, die da alle sind. Mal gucken, was es da so Feines gibt. Ja, siehst du, er ist auch schon wieder wach. Okay, der kriegt mich nicht mit. Und einmal Schlüssel benutzen. Zack. Schießpulver. Wie großzügig. Und nochmal ACP-Munition. Wahnsinn. Was haben wir hier? Z und F. S, Z und F. Das ist wahrscheinlich die Kombination für den. Für den Safe. S, Z und F. Komme ich nicht hier wieder hoch in die Polizeistation? Ich glaube ja, ne? Ja, ja, genau. Hochleistungsmunition? Richtig nice. So, jetzt kann ich hier aufmachen und dann bin ich wieder da, ja. Keine Zombies. Das will ich jetzt nicht mitnehmen, das brauche ich nicht mehr. Was wollte ich eigentlich nochmal hier? Beziehungsweise, was kann ich hier eigentlich nochmal holen? Warum wollte ich jetzt nochmal hier hoch? Ach ja, wegen dem Film, dem Hidden Place. Das können wir machen.
nicht was zum... Ja, doch. Ich kann ja was ablegen und ich kann den Film... Kann ich ja eigentlich auch schon mal mitnehmen. Film. Gut. Auf geht's. Der Tyrant ist ja nicht mehr da. Eigentlich ist hier keine große Gefahr mehr. Die paar letzten Schleichzombies da, die können mir auch nichts. Licker sind auch nicht mehr da, hoffe ich. Ja, ich habe den Raccoon gehört. Ich habe schon so viele Raccoons jetzt verpasst. So. Zack, zwei Verstecke. Kann ich mir eigentlich holen. Wer weiß, was da bei Claire drin ist. Also, nachher voll die Goodies verpasst. Ja, schon bestimmt schon Leute Kommentare geschrieben. Da solltest du am besten hingehen. Deswegen gehe ich da jetzt mal hin. Hier sollte ja nichts mehr sein, was mich tötet. Angreift. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Entschuldigung. Falscher Gang. Falscher Gang. Oh, waren das viele. Alter Schwede. Wo kommen die denn her? Sprechen die sich nicht ab, dass in der Polizeistation nichts mehr zum Snacken ist? Polizeistation? Dann gehen wir erst hoch ins Starsbüro. Ja, gleich ist der Part auch schon wieder rum. Ah, wie schnell das geht, Freunde, wie schnell das geht. Aber wir sind vorangekommen. Wie in den letzten drei Parts. Da ist ja nichts passiert. Oder nicht viel. Weil Turrent immer am Nerven war. Immer. Er kann nichts anderes außer Nerven. So, eine Box. Und da ist noch ein Film. Gott sei Dank habe ich das mitgenommen. Erweitertes Magazin. Ja, Hidden Place, Quatsch, brauche ich nicht. Gott sei Dank habe ich doch mich innerlich doch dazu getrieben, das zu tun, hier hinzugehen. So, ich wollte mal, ich habe immer erst überlegt, das ist ja ganz schön Platzverschwendung, ne? Aber nein, das ist eigentlich so ein Balkon-ähnliches. Ja, ja. So, wo will ich jetzt hin? Ach ja. Den letzten Secret Place abgehen. Ja, das ist das Rookie-Foto, was wir gerade eingesammelt haben. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Sie spielt ja in Resident Evil Zero eine große Rolle. Das ist echt schon atmosphärenmäßig. Ah, der steht da. Den habe ich ja ein paar Mal angeschossen. Nein, ich bin auch einer von dir. Das sieht einen Unterschied ausmachen, oder? Nadelkartuschen? Tschüss! Wofür brauche ich denn Nadelkartuschen? Gibt es noch eine Waffe, die ich kriegen kann, von der ich nichts weiß? Interessant. Nein, keine Zeit. Aber erstmal die Kartuschen wegpacken. Genauso wie den Film. Wir wissen, was drauf ist auf dem Film. Ich denke mal, ne, die Parts gesehen haben, wissen, dass da... Ich glaube, Rebecca heißt die. Ich kann mich aber auch irren. Der kommt doch jetzt hier nicht runter, oder? Ne, gut. Das ist ein Safe Room. Da ist die...
Das, nee, Schießpulver. Ich wollte gerade sagen, da ist noch ein Film. Ich mache jetzt hier Schießpulver mit Schießpulver und dann habe ich hier 9mm Munition. So. Und ich würde erstmal sagen, Freunde, das war's für den heutigen Part. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und mit Interesse dabei gewesen seid. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ich glaube, es geht so langsam auf das Finale zu. Und dann ist das Projekt auch erstmal beendet. Es sei denn, ihr habt Bock auf Leon B. und Claire A. Aber ich denke mal, das ist nicht groß Unterschied, den es da gibt. Aber das weiß ich halt nicht. Also Freunde, dann sage ich bis erstmal. Sag ich erstmal bis dann. So. Tschüss.